So, dann wieder zurück zu Ihrer Serie. Was ist denn das für ein Gefühl, eine riesige schwule Fangemeinde zu haben? Betrifft das mich? Wow, ich kenne keine riesigen schwulen Männer, okay? Also, das tut mir körperlich richtig weh. Also, mal ganz unter uns gefragt, Sie sind doch nicht... Was ist? Soll das etwa eine Anspielung auf meine Männertasche sein? Zuerst dachte ich, dass sie nur gut aussieht, aber jetzt habe ich bemerkt, dass sie auch praktisch ist. Du kannst alles wunderbar unterbringen. Sie hat lauter Fächer für die Brieftasche, die Schlüssel, fürs Adressbuch. Fürs Make-up. Soll ich vorne an dir runterklettern? Wäre dir das vielleicht lieber? Dann wären wir Gesicht an Gesicht. Oder wäre es dir angenehmer, ich würde deine Rückseite nehmen? Dann wären wir Po neben Gesicht. Gesicht an Gesicht finde ich in Ordnung, ja. Na gut, Joey, dann komme ich jetzt. Ja. Oh mein Gott, wie viel wiegst du eigentlich? Das möchte ich nicht beantworten, denn ehrlich gesagt habe ich leider über die Feiertage etwas zugelegt. Gerade haben wir darüber geredet, doch jetzt finde ich Gesicht an Gesicht doch nicht mehr so gut, Ross. Hey, Phoebe. Hey. Sieh dir das an. Na? Hey! Na, bin ich ein Mann oder etwa nicht? Oh, sehr nett. Männlich sieht das aus und auch ein wenig nuttig. Du verwandelst dich in eine Frau. So ein Blödsinn. Wie kannst du sowas sagen? Das ist gemein, Chandler. Was habe ich denn gesagt? Habe ich dich etwa gekränkt? Du bist irgendwie so hart zu mir geworden. Oh mein Gott! Ich bin eine Frau! Ein schönes Schläfchen. Oh ja, das finde ich auch. Was? Ich? Schwul? Nein, nein, aber ich habe ein paar wirklich enge Freunde, die schwul sind.